Hallo, ich grüße euch. Ich hatte ja noch mal versprochen, ich mache noch einen Teil 5, weil ja noch was zu verlesen war. Also, ich habe mir mal Gedanken gemacht, welche Aufgaben hat denn eigentlich ein Verfassungsschützer? Das mache ich mal mit dem Hintergrund, dass heute irgendwie in der Presse gestanden hat, gesagt, die Frau Merkel hätte sich jetzt schon entschieden, dass der Herr Maaßen entlassen wird. Eigentlich war ja klar, dass bis zum Dienstag er Gelegenheit hat, sich eine Verteidigungsstrategie zu überlegen und dann noch mal vor dem Ausschuss dort erscheinen soll. Ich persönlich habe dazu folgende Meinung. Die Frau Merkel ist keine Deutsche, sie hat einen israelischen Pass. Sie kann also als ausländischer Agent eine Bundeskanzler sein und eine Richtlinienkompetenz vergeben. Das ist nach der deutschen Gesetzgebung nicht möglich. Das, was sie gemacht hat, ist, die Gesetze dieses Landes mit Füßen zu treten. Die Bevölkerung mit einem, ich sag mal, ausländischen Invasionsheer derart in Bedrängnis zu bringen, dass es notwendig war, dass die Alliierten und auch die Russen hier erstmal Truppen reinstellen, um im Falle eines Falles einen bewaffneten Putsch gegen die deutsche Bevölkerung zu verhindern. Also die haben ja auch demonstriert, wir übernehmen euer Land. Frau Merkel soll inzwischen wohl gesagt haben, Deutschland wird ein islamischer Staat und ihr könnt ja gerne eine Minderheit sein. Das würde ich mal als Hochverrat interpretieren. Und wenn sie nur nach Guantanamo geschafft wird, da ist sie wirklich gut dran. Das ist fast eine Begnadigung. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Ich kann die Meinung vertreten. Sie hat weiterhin 6 U-Boote an Israel verschenkt, die der deutsche Steuerzahler bezahlt hat, die atomwaffenfähig sind und die den Weltfrieden auf Ärgste gefährden. Das alleine sollte reichen, um sie des Amtes zu entheben und nach Guantanamo abzuliefern. Eine Sealed Indictment durfte sie inzwischen auch schon haben, also kann das abgehandelt werden. Und dabei sollten sich doch 10 Leute im Bundestag finden lassen, 10 ehrliche von den 600 dort sitzen, die unser deutsches Volk vor einem Moslem-Angriff schützen. Die sollten in der Lage sein, die Merkel mit Handschellen zu legen und vor das Militärgericht zu stellen. Und wenn sich keine 10 Herren finden, die da in der Lage sind, dann komme ich mit dem Fremdschämen eigentlich gar nicht mehr durch. Es ist übel und beschämend, wie sich alle, die in dem Bundestag sitzen, gegen das deutsche Volk vergangen haben. Im Prinzip müsste diesen Schwarzverein auflösen, denn er ist verfassungswidrig. Ich habe ja nur in den ersten 4 Teilen schon ziemlich deutlich erklärt, dass die verfassungsmäßige Zustandekommen einer Regierung mit der deutschen Staatsangehörigkeit nicht geht. Das ist eine Unmöglichkeit, weil niemand die haben kann. Und wenn dann noch Mitglieder des Bundestages drin sitzen, die überhaupt nicht gewählt worden sind, dann haben wir auch diese nicht verfassungsmäßige Zusammensetzung des Bundestages, also des notstandsrechtlichen Reichstages, müssen wir so sagen. Und ich als Verfassungsschutz, wenn ich an Maaßen Stelle wäre, ich würde meinen Sicherheitsdienst nehmen, würde rüberlaufen ins Kanzleramt, die Eiserne 8 ran und dann ab ins Flugzeug, oben nach Guantanamo. Ich würde keine Sekunde diskutieren, die Presseerklärung kann man hinterher abgeben, das würde ich machen. So, und ich bewundere den Mann, dass er so ruhig bleibt und immer sagt, na, ich gucke mir das erstmal an und das weiß ich. Es liegt eigentlich genug vor, ich habe ja auch in den ersten 4 Teilen genug dazu erzählt. Wenn er Innenminister ist, habe ich schon mehrfach erklärt, hat er die Aufgabe zu prüfen, ob jeder, der an den Wahlen der Bundesrepublik teilgenommen hat, die Staatsangehörigkeit hat, die nach Verfassung zu gelten hat. Weil das Grundgesetz ist nicht in Kraft getreten. Wenn wir reingucken in den 146, steht ja drin, dass das Grundgesetz erst in Kraft tritt, wenn die Einheit und Freiheit des deutschen Volkes hergestellt worden ist. Die Einheit und Freiheit des deutschen Volkes war das letzte Mal am 27.10.1918 erfüllt. Danach hatten wir die Besatzung der Republik, danach hatten wir den Nationalsozialismus, danach hatten wir im Westen drüben eine amerikanische Militärdiktatur und im Osten eine russische Militärdiktatur. So, dass sie dann irgendwann mal die Kampfhandlung eingestellt haben, mag ja sein, aber es ist eine Diktatur geblieben bis zum heutigen Tag. Dass das Trump ändern will, ändert ja nichts an der Tatsache, dass es immer noch eine Militärdiktatur ist.
Man sieht ja, dass die Frau Merkel sich nicht an die Gepflogenheiten hält, dass derjenige, der was behauptet, beweisen muss. Und wenn sie behauptet, es war nicht so, dann muss es beweisen. Nicht der Herr Maaßen muss seine Unschuld beweisen, sondern die Frau Merkel muss beweisen, dass das echt war. Und wenn der Herr Maaßen eben weiß, dass das Video gefaked ist, und inzwischen ist es ja auch schon belegt, dass es so ist, gibt es für ihn keinen Grund, Bedenken zu haben. Rechtmäßig ist er weiterhin im Amt, keine Frage. So. Ich habe ja schon gesagt, ich lege ja nicht für einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ein Wort ein, sondern für ihn als Mensch. Und da mache ich einen großen Unterschied. Seine dienstliche Aufgabe ist, die Verfassung zu schützen. So. Und deswegen war das Schreiben da. Also, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was eigentlich der Verfassungsschutz aus meiner Sicht und aus Sicht der Wählervereinigung von der Aufgabe hat. So. Also, unser Rechtsstaat ist von einem Virus befallen und dieser Virus hat das Potenzial, das Weltwährungssystem zu zerstören und den Dritten Weltkrieg auszulösen. Es ist der Virus der Erpressung des Rechtsstaates über die Erpressung der Politiker und Beamten durch schwerstkriminelle Eliten im Hintergrund, die kaum jemand kennt. Die Wirtszellen dieses Virus sind Pädophilie, Kriminelle im Geheimdienst, in der Justiz und in der Regierung, Satanskult, Freimaurerei, Wahlbetrug und Rechtsbeugung. Die Auswirkungen dieses Virus sind dafür verantwortlich, dass sich diese Politiker völlig anders verhalten, als sie sich selbst darstellen und man es von ihnen und ihrer Amtsposition erwartet. Groteske Skandale und das seltsame Verhalten einiger Politiker haben ihre Ursache in geheim gehaltenen Verträgen und verborgenen Zusammenhängen, die wegen entsprechenden Gesetzen der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Diese Gesetze schützen derzeit die Täter mehr als die Opfer und dies muss der Gesetzgeber per Notstandsgesetzgebung sofort ändern. Weil nämlich inzwischen die Realität um erpresste Politiker nicht zur Wahrheit passt und weil diese Politiker nur noch die Interessen ihrer Erpresser zu vertreten haben, schaffen sie sich ihre eigenen Ablenkungen, inszenierten Vorfälle, beschaffen falsche Zeugen und verfolgen Unschuldige. Erkenntnisse, die durch die Überwachung gewonnen werden, sind derart grotesk, dass selbst Exorzisten überfordert werden. Wenn der Verfassungsschutz zu gewissen Vorfällen schweigt, dann tut er es, weil er es den Tätern eine letzte Gelegenheit geben will, ihre Erpresser zu enttarnen, bevor die Beweise der Beihilfe zu Verbrechen im Rahmen der weiteren Ermittlungen veröffentlicht werden können und später auch müssen. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es, die gültige Verfassung zu schützen, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, die Täter mit Beweisen ihrer Verbrechen zu überführen und dafür zu sorgen, die Opfer sofort zu rehabilitieren und zu entschädigen. Es ist nicht selten, dass die Überbringer schlechter Nachrichten und die Befreier der Opfer von ebenso erpressten Presse und vom unwissenden Mob verfolgt werden. Wenn die bösen nationalsozialistischen Ungeister der SPD und Linken nur in den schwarzen Block fahren würden, da wäre noch niemand geholfen. Es gibt dazu einen Vergleich aus Matthäus 28. Ich lese mal vor. Und er, in Klammern Jesus, kam jenseits des Meeres in die Gegend der Gergensener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Totengräbern und waren sehr grimmig. Also, dass jemand diese Straße nicht wandeln konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, ach Jesus, Sohn Gottes, was haben wir mit dir zu tun? Bist du gekommen, uns zu quälen, ehe es denn Zeit ist? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die Teufel und sprachen, willst du uns austreiben, so erlaube uns, in diese Herde Säue zu fahren. Und er sprach, fahrt hin, da fuhren sie aus in die Herde Säue und siehe, die ganze Herde Säue stürzte von dem Abgrund ins Meer und ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen in die Stadt und sagten alles, wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus, Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie ihn aus der Gegend zu weichen. Ist doch mal interessant, dass das vor 2000 Jahren in einer ähnlichen Art und Weise auch schon mal passiert ist. So. Da kommen die sogenannten Demokraten und Politiker und flehen die Frau Merkel an, dass der Herr Maaßen da entlassen werden soll. Der ist eigentlich derjenige, der in der Lage wäre und auch von seinen Dienstpflichten verpflichtet wäre, die Verbrechen gegenüber der Verfassung von Deutschland zumindest zur Diskussion zu bringen.
Er ist ja nicht der Vollstrecker. Vollstrecker wäre die Polizei, Militärpolizei, was weiß ich. Aber er müsste eigentlich Ankläger sein und müsste diese ganzen Verbrechen mit Adenochrom-Skandal, mit der vorgetäuschten Staatsangehörigkeit, dass er sich überhaupt auf den Posten getraut hat, obwohl sie keinen deutschen Pass haben kann. Dann kann entweder nur den israelischen oder nur den deutschen Pass haben. Und dass sie den israelischen hat, hat sie ja in der Knesset bereits gesagt, dass es ihre Muttersprache wäre. Und damit ist der deutsche Pass nicht möglich. So. Also ist er ausländischer Agent. Und nur dazu da, um Militärtechnik aus Deutschland nach Israel zu schaffen und die damit Krieg führen. So. Man weiß auch weiterhin, dass Israel dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt dieses ISIS-Problem gegeben hat, denn die haben über den CIA diese ganzen ISIS-Kämpfer ausgebildet und diese Gefahr erst geschaffen. So. Insofern haben sie eine Mitverantwortung, das muss man ganz klar sagen. So. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass es gefährlich ist, wenn ich solche Dinge sage. Ich hatte auch heute wieder eine lustige Begebenheit. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und wollte nochmal ein paar Erledigungen treffen. Und da hatte ich plötzlich so einen inneren Eindruck, ich sollte mir einen Döner kaufen. Mache ich zweimal, aber es ist eigentlich eine völlig ungewöhnliche und für die Uhrzeit nicht unbedingt typische Sache. Also bin ich rangefahren, habe das Auto abgestellt, habe mir noch einen Döner geholt. Ich hatte nicht wirklich Hunger, dass ich jetzt sagen muss, ich müsste jetzt auch was essen. Aber als ich das Auto wieder aufgeschlossen hatte ich einen ganz komischen Geruch im Auto, wie so Äder, also einen typischen Ädergeruch. Und ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Scheibe runtergekurbelt, habe das abziehen lassen, den Dunst. Und dann habe ich angelassen, bin ein Stück gefahren und da hat der Motor plötzlich aufjaulen. Also immer wieder aufjaulen und runterduren. Ich dachte, ne, das ist aber eine ganz komische Geschichte. Und so sage ich mir, es passieren keine Zufälle auf dem Planeten. Ich denke mal, das war ein Mordanschlag oder zumindest ein Versuch. Aber wie gesagt, ich komme aus dem Gesundheitswesen, ich rieche das sofort, wenn da irgendwas komisch ist. Das ist ja, Erde hat man ja in der damaligen DDR recht häufig genommen, um irgendwas zu machen. Ja, das ist immer schon interessant. Also es riecht nach entweder Geheimdienst oder irgendwelchen Dilettanten. Na jedenfalls ist ja die Sache ganz gut ausgegangen. Und ich hätte es vielleicht im Laufe im Vorhinein gleich gemerkt, aber wie gesagt, es passieren keine Zufälle auf dem Planeten. Und es gibt immer einen über mir, der mich rechtzeitig vor solchen Halunken warnen tut. So, na gut, also ich wünsche den Herrn Maaßen für die morgigen Anhörungen alles Gute. Ich habe mir jetzt ein paar Tipps gegeben, was ich an seiner Stelle machen würde. Ich bin aber nicht in der Position, ich habe das nicht zu entscheiden. Ich halte den Herrn Seehofer für absolutes Weichheit, dass er sich von der Kanzlerin auf der Nase rumtanzen lässt. Ich hätte sie schon lange mit der Staatsangehörigkeit, mit den ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, konfrontiert. Unsere Verfassung hat einen ganz klaren Auftrag, Artikel 13, was bei Hochverrat zu passieren hat, und einen Straftatbestand, Artikel 80 bis 82, was als Hochverrat gilt. Und wenn ich ein Land unter eine fremde Kontrolle kriege, bringe, also zum Beispiel unter einen islamischen Mob, dann mache ich mich das Hochverrat schuldig. Und genau dann treffen die Paragrafen zu. So. Und wenn das eine Bundeskanzlerin macht, schützt ihre Dienststellung das gar nicht, weil sie ja keine Beamte des Staates ist. Sie ist ja eine Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation. Das ist das, was der Gabriel uns mitteilen ließ. Und ich gehe mal davon aus, dass es noch so ist, weil ja niemand ihm widersprochen hat. Das ist anscheinend die Tatsache. Seit wann wird denn Deutschland von einer NGO regiert? Wir haben einen Anspruch auf eine ordentlich gewählte Regierung. Und die ordentlich gewählte Regierung kann nur von Staatsangehörigen gewählt werden. Und wenn die deutsche Staatsangehörigkeit nicht gibt, dann müssen wir prüfen, welche gilt denn nur. Es kann ja nur eine Bundesstaatenangehörigkeit sein. Ja, und dann müssen wir das erstmal für alle feststellen. Und solange kann überhaupt niemand irgendeine Entlassung machen. Im Prinzip ist der Stand, wie es jetzt ist, einzufrieren. Alle sind als Notstandsleiter zu deklarieren, haben nur AVO eine Versicherung abzuschließen. Und wer die Versicherung nicht abschließen will oder nicht kann, der muss aus der Regierung oder aus der Position des Notstandsleiters entfernt werden. Ganz einfache Nummer. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu erfinden. Die Gesetze sind alle schon da. Wir müssen es einfach nur anwenden. So. Und wer eine AVO auf den Tisch legt, also wenn ich Maaßen wäre, ich würde einen Zettel nehmen, da würde ich draufschreiben, die Verfassung von 1871 ist die gültige Verfassung. Werden Sie in Ihrem Dienst diese im vollen Umfang unterstützen und durchsetzen? Ja oder nein? Und wenn dann einer Nein angrüßt, würde ich dann sagen, dort hat der Zimmermann ins Loch gelassen. So, und dann denke ich mal, dass mehr als die Hälfte vom Verfassungsschutz die Klinke nimmt und erstmal nass geht.
Und mit dem Rest, der noch bleibt, weiß er, dass er damit weiterarbeiten kann. Und dann kann er ja gerne neue Leute einstellen und sagen, hier, pass mal auf, hier hast du deine Liste, deine Excel-Tabelle, jetzt läufst du die ganzen Landräte ab, fragst die, ob die auf der verfassungsmäßigen Grundlage von 1871 Verfassung stehen, wenn ne, raus. So, und das ganz schnell ist ja Ruhe und dann wird mit den Leuten, die in der ordentlichen verfassungsmäßigen Ordnung weiterarbeiten wollen, das Schweinesystem aufgeräumt. So, die ganzen Verbrechen gegenüber unseren Kindern, gegenüber Eingriffen in die Rentenkassen, weil ja Geld gestohlen wird, vor allem möglichen Zwergnase-Projekte. Es wird Geld aus den Kfz-Gebühren in andere Projekte umgeleitet, was uns gar nicht angeht. Die Besatzung wird wieder rechtlich verlängert, die hätte also 1957 das letzte Mal verlängert werden dürfen. Das Ende der Kampfhandlung war Sommer 55, also 57 hätten die Amis wieder gehen müssen und ebenso die Russen. Ist alles nicht passiert und die sind ganz schaden. Da müssen wir aber irgendwie mal drüber reden, wie da abgearbeitet werden muss. Und wenn das langfristiger Kredit ist, ist doch egal. Aber wir wollen, dass das hier endet. Wir haben das Recht, in einem befriedeten Land zu leben. So. Und ich verstehe nicht, wie der Herr Kurz im Strafverfahren gegen Ungarn zustimmt. Da haben sie doch auch wieder schon einen Falschen vorne herangesetzt. Das kann doch vorne und hinten nicht stimmen. Er ist doch auch, kaum weiter raus, er wäre Bilderberger angeblich. Ja, wie kann denn das sein? Wie kann denn so jemand, der Bilderberger ist, in der Regierung sein? Das geht nicht. Bilderberger ist ein Mitglied einer staatsfeindlichen Sekte. Da gab es im Kaiserreich ganz klare Regeln. Wer Freimaurer ist, wurde aus dem Staatsdienst entfernt. Freimaurerei war in allen Ebenen verboten. So. Und da kann es gar kein Zwischenproblem geben. Und momentan ist es so, dass zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag mit Freimaurerei zu tun haben. Und dass da keine Regierungsarbeit gemacht werden kann, ist doch klar. Brauchen wir da nicht diskutieren. So, und wenn hier nicht aufgeräumt worden ist, wird uns der islamische Mob irgendwann umbringen. Früher oder später wird es Aufstände geben. So, und dann ist die Frage, wer muss die Verantwortung für die Toten übernehmen? Und es wird ja nicht um 3, 4, 5 gehen, sondern wir reden da hier auf ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung, die dabei drauf geht. Und das muss dem Herrn Maaßen, dem Herrn Seehofer und dem Herrn Söder klar sein. Und wenn er mit so einer verlogenen Haltung zur Landtagswahl antritt, dann kann ich nur empfehlen, dass Bayern durchweg AfD wählen. Und zwar alle. Und wenn einer fragt, ich hätte ja gerne SPD gewählt, dann wird gleich mal geklatscht. Weil, wenn jemand sowas unterstützt, das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wer den Volkstod unterstützt, der hat gehört ausgewiesen. Ganz einfach. Der kann nach Preußen aufziehen oder in Absurdistan, ist egal, aber in Deutschland hat so jemand nichts zu suchen. Ganz einfach. Da habe ich eine ganz klare Ansicht. Und es würde in keinem anderen Land geduldet werden. Wenn du in Afrika mit so einer Meinung ist, ich will ja als Afrikaner gegen das afrikanische Volk vorgehen, da würde kein Dach dort zubringen. Da würden die dann einkreisen und ordentlich Maßnahmen. Nur hier wird das geduldet. Hier kann jeder gegen das Allgemeinwohl verstoßen. Das kann es sein. Geht nicht. Naja, gut. So. Also ich denke mal, ich habe mal jetzt genug Luft gemacht. Ich muss mir das Video mal jetzt nochmal angucken, ob ich das hier hochladen kann. Vielleicht muss ich auch noch was ausschneiden. Mal gucken. So, ich denke mal, wir haben erstmal alles zu dem Thema gesagt. Ich wollte noch nachreichen, dass die Veröffentlichung über die Dissertation, das war die Konstanze Fachrat. Könnt ihr gerne mal im Buchhandel gucken. Gibt es in Macht und Eigentum, ist glaube ich die Dissertation. Die ist mit Summa Cum Laude bewertet worden. Und die Gutachter, die waren aus Österreich, Schweiz und Deutschland, also aus allen drei Ländern. Und das erfüllt mich mit Hochachtung. Also wenn jemand Summa Cum Laude Dissertation hat, ist eine Sache. Und es ist auf jeden Fall eine zitierfähige Quelle, auch vor Gericht. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Unrecht, das 1945 bis 1949 passiert ist, im Rück abzuwickeln. Das ist eine Aufgabe, die lässt sich nicht von heute auf morgen machen, aber die Leute haben immer die Möglichkeit, sie können für ihre Verbrechen, die sie in der Bundesrepublik begangen haben, belangt werden. Dann brauchen sie bloß ins Strafgesetzbuch gehen. Einige wird es mit Hochverrat erwischen, weil die einfach diesen Straftatbestand erfüllen. Und dann haben sie die Möglichkeit, vom König begnadigt zu werden oder der Scharfrichter wollte seines Amtes. Eine ganz klare Angelegenheit.
Und das wird früher oder später passieren, weil wenn man sich überlegt, wenn ja 80 Millionen in Deutschland wohnen und davon die Hälfte, das ist ja, also die Titelliste, die spricht ja von 28 Millionen Überlebenden. Ja? Und der Rest wurde sozusagen bei dem Bürgerkrieg, da haben die ausgerechnet, die haben da so Rechenmodelle und haben das ausgerechnet. Also die optimistische Schätzung ist, dass das ein Drittel drauf geht. Und die pessimistische ist, dass 28 Millionen überleben. So, in dem Bereich bewegen wir uns. Das ist das Verbrechen, was hier im Zusammenhang mit der islamischen Einwanderung zu Buche steht. So. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir das durchgehen lassen können oder nicht. Oder ob sich mal 10 Leute finden und die Frau Merkel einfach mal eine Eiserne Acht anlegen. Ich denke mal, das ist das geringste Übel. So, gut. Dann werden wir mit dem Thema durch und dann gucke ich mir das Video nochmal an in Ruhe und dann überlege ich mir, ob es hochlädt oder nicht. Alles klar. Dann tschüss erstmal. Bis morgen.